Auf geht's! Spannende 90 Minuten wünscht Krombacher. Eine Perle der Natur. Krombacher Westfalenpokal. Wir sind in Meinerzhagen und der Regionalligist Rödinghausen hat die Fans mitgebracht zum ersten Halbfinale. Aber es wurde auch gespielt auf dem anderen Felde in Schermbeck-Hagen hier zu Gast. Und da ging es auch gleich richtig gut los. Neunte Spielminute, erstes Tor. Dominik Hahnemann bringt den Oberligisten ganz früh in Führung. Und da sollte sich am Gesamtbild auch nicht viel ändern. Schermbeck mit einem richtig überzeugenden Auftritt, mit vielen Torchancen und auch mit vielen Toren an diesem Tag hier clever gemacht. Wiesow braucht nur noch einschieben und dann steht es schon 2:0 nach nur 22 Minuten. In unserem Hauptspiel Meinerzhagen gegen Rödinghausen ist es ein sehr umkämpfter Beginn. Auf Torchancen müssen die Zuschauer eine Weile warten, dass noch die beste Möglichkeit durch Buckmeier, ehe es dieser schöne Schlenzer ist von Julian Jakobs, der den Außenseiter in Führung bringt, so ein bisschen aus dem Nichts ausgekontert und dann war da eben zu viel Raum für Jakobs, der nicht lange fackelt und den RSV in Führung bringt. In Schermbeck sind wir 30 Minuten unterwegs und die Jungs in Rot, die machen weiter, wo sie aufgehört haben. Öskara mit dem 3:0, hier schon quasi die Roten auf der Siegerstraße. Richtig spannend wurde es nochmal in Meinerzhagen kurz vor Schluss über diesen Konter, den eigentlich Daniel Flottmann gut wegverteidigt, aber dann kann er sich den Ellenbogen nicht verkneifen und sieht glattrot. Elfmeter gab es keinen, Doppelbestrafung ja mittlerweile kein Thema mehr. Und so war es dann nochmal richtig spannend in Meinerzhagen in den zweiten 45 Minuten. Auf dem anderen Platz in Schermbeck war es ein bisschen eindeutiger. Die haben da richtig aufgedreht und dann auch jeden noch so kleinen Fehler ausgenutzt und das Ergebnis hochgeschraubt in der 74. Spielminute auf sage und schreibe 6:0. Das hier noch ein richtig schöner Treffer von Schmückert. Zurück beim RSV und es war richtig knapp bis in die Schlussminuten hinein. Rödinghausen hat dann gegen Ende mehr riskiert und sich dann auch belohnt durch diesen Kopfball, durch Kurzen, der erst zuvor eingewechselt wurde, kurz nach dem Halbzeitpfiff. Das war richtig spannend. Währenddessen Hagen noch mit dem Ehrentreffer in den Knick gejagt. Tolles Tor von Luis Vormann. Zwischen Meinerzhagen und Rödinghausen war aber der Keks noch nicht gegessen. Es musste eine Entscheidung her und Rödinghausen wollte unbedingt noch in der regulären Spielzeit das Ding klar machen. Der Treffer von Wolf allerdings abseits hat nicht gezählt. So musste das Elfmeterschießen her und da gab es diese tolle Aktion, diese Parade von Focher. Riesenjubel beim RSV und so hatte dann Can Sakar das Ding auf dem Fuß und machte ihn rein. Der SV Meinerzhagen zieht ins Finale des Krombacher Westfalenpokals ein und hat die Chance, nicht nur das Ding zu gewinnen, sondern auch im DFB-Pokal gegen Paderborn zu spielen.